Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem WWE 2K16 Universe Tutorial Video. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, was es Neues gibt bei WWE 2K16, aber auch was ist weggefallen, welche Tipps und Tricks kann ich euch geben, allgemein wie könnt ihr den Universe Mode nutzen und natürlich wie bookt die KI. Fangen wir mit dem an, was es nicht mehr gibt bei WWE 2K16. Weggefallen ist unter anderem das manuelle Eingreifen in Matches. Das gab es zwar auch schon bei dem Vorgänger nicht, allerdings hat man sich natürlich erhofft, dass es wiederkommt. Dazu gibt es allerdings eine Alternative, die stelle ich euch nachher noch genauer vor. Weiterhin nicht dabei, oder besser gesagt neu nicht dabei, ist der Storybaum bei den Rivalitäten. Das gibt es nicht mehr, es gibt es nur bei der Last-Gen-Variante. Der ist komplett weggefallen. Das heißt, ihr könnt keine manuellen eigenen Stories mehr erstellen. Das macht jetzt alles die KI selbst. Ebenfalls nicht dabei ist die Möglichkeit, Titelstatistiken zu editieren, aber auch Störungen, also Interferenzen in den Matches zu aktivieren. Das ging früher über die Optionen. Das gibt es leider nicht mehr. Universe Draft gibt es bei WWE 2K16 nun auch nicht mehr. Früher gab es die Möglichkeit in den alten Ablegern, dass nach WrestleMania Superstars von dem einen Roster in das andere Roster wechseln konnten. Das macht das System dann automatisch in bestimmten Ausscheidungsmatches. Das gibt es hier jetzt nicht mehr, weil das Kernsystem vom Universe, gerade was die Shows und die Zuteilung der Superstars zu den Shows angeht, völlig umgebaut worden ist. So, jetzt kommen wir aber zu den Dingen, die im Universe-Mode funktionieren. Und zwar sehen wir hier schon den Startbildschirm. Oben haben wir die Neuigkeiten, die großen Matches und heiße Rivalität, mit denen wir mit der R1 und der L1-Taste bei der PlayStation 4 hin und her gehen können. Für die Xbox bitte nachschauen, was da für Tasten gebraucht werden. Das kann ich leider nicht sagen. Hier sehen wir jetzt außerdem am Hauptschirm die Matches spielen, Rivalitäten, Kalender, WWE.com, das ist die News-Funktion, und das Universe bearbeiten, das ist eigentlich die wichtigste Funktion von allen. Die stelle ich aber nachher ins Detail vor. Mit der Viereck-Taste könnt ihr in die Rivalitäten reinschauen. Hier seht ihr im Prinzip die Historie der Rivalität, also zum Beispiel, was ist passiert in den letzten Matches, gab es Angriffe etc. Das könnt ihr natürlich für alle möglichen Shows machen. Ihr könnt hier natürlich auch Rivalitäten anlegen und vergangene Rivalitäten einsehen. Also auch da kann nachvollzogen werden, was ist mal passiert. Die neue Rivalität kann man hier anlegen, und zwar hat man im Prinzip nur noch drei Möglichkeiten. Dieser Storybaum ist wie gesagt weggefallen. Das heißt, man kann eine One versus One Rivalität schaffen, eine kurze, eine lange oder eine mittlere Rivalität. Ja, und dann eben natürlich noch die Gegner auswählen. Die Gegner kann man jetzt frei bestimmen, das ist jetzt nicht mehr eingegrenzt. Es wird auch immer angezeigt, wer zum Beispiel hier Feind ist oder wer Freund ist. Also hier gerade von Brock Lesnar ist der Feind natürlich der Undertaker aktuell. An dieser Stelle möchte ich noch ein kleines bisschen auf die Rivalitäten eingehen und auch ein kleines bisschen auf die KI-Bookings. Und zwar ist es so, wie ihr seht, hier kurze und mittlere und lange Rivalität. Kurze Rivalität sind 4 Wochen, mittlere sind 8 Wochen und die lange sind dann 12 Wochen Rivalität. Wenn ihr bei Pay-Per-Views zum Beispiel Titelmatches haben wollt, empfiehlt sich natürlich, den Titelträger auch in eine Rivalität reinzustecken. Die KI bookt im Übrigen sehr nach den Titel-Rankings. Dazu komme ich aber dann später. Im Universe-Mode habt ihr 2 Möglichkeiten, die Matches zu spielen. Ihr könnt sie natürlich über die Match-Card spielen. Ihr könnt aber auch hier direkt über große Matches, über die Viereck-Taste, direkt diese 3 Rivalitäts- oder Hauptmatches spielen. Aber ich empfehle eigentlich die Match-Card. Jetzt kommen wir in den Kalender. Hier sehen wir schon einige Shows angelegt. Unten seht ihr, ob zum Beispiel neue Nachrichten da sind, die Rivalitäten der jeweiligen Show und natürlich die Pay-Per-Views. Die Pay-Per-Views, die legt man am Sonntag fest, die Wochenshows natürlich in der Woche. Kommen wir nun zu den News. Hier gibt es eine Funktion, die extrem wichtig ist. Oben sehen wir erstmal die Neuigkeiten, die aktuelle Rangliste und die Statistiken. Statistiken erklärt sich von selbst. Die Neuigkeiten sind die aktuellen Neuigkeiten der Shows und
und da bin ich hier schon gerade drin, die Rangliste. Diese ist wichtig, hier habt ihr eine Rangliste für jeden Titel, für jede Show. Diese könnt ihr bearbeiten. Nein, die solltet ihr sogar bearbeiten. Und zwar ist es so, dass das Hauptaugenmerk der KI beim Titelranking liegt. Danach folgen die Rivalitäten, Freund-Feind-Einstellungen oder ob jemand Heel oder Face ist. Das übrigens wird durch die Persönlichkeitsmerkmale festgelegt. Dazu kommen wir später. Die komplette Show wird anhand der Rankings gebookt. Wenn es Divas gibt, versucht die KI zudem ein Divas-Match unterzubringen. Und häufig gibt es dann auch noch natürlich ein Tag-Team-Match. Dabei werden Teams aus Superstars zusammengewürfelt, die nahe beieinander im Ranking sind. Deshalb kommt es teilweise vor, dass zwei Partner gegeneinander kämpfen. Natürlich könnt ihr hier zum Beispiel auch Superstars aus einem Titelranking direkt rausnehmen. Das heißt, ihr wollt zum Beispiel nicht, dass ein Santino Marella um den World Heavyweight Champion Titel kämpft, also entfernt ihr ihn. Das könnt ihr übrigens aber über die Superstars-Einstellung. Das geht hier nicht über das Titelranking. Im Titelranking könnt ihr aber die Reihenfolge festlegen. Das heißt, ihr könnt sagen, zum Beispiel ein Brock Lesnar ist jetzt der Hauptherausforderer und der wird dann auch vorwiegend von der KI berücksichtigt. Kommen wir jetzt zum Wichtigsten und zwar zu unserem Universe bearbeiten. Dazu gehen wir auf Universe bearbeiten und wählen jetzt hier zwischen Kalender bearbeiten, Superstars bearbeiten, Teams und Titel bearbeiten, Szenario-Option und ja, Universe zurücksetzen. Das solltet ihr natürlich nur tun, wenn ihr euch ganz sicher seid, dass ihr das zurücksetzen wollt. Alle Einstellungen gehen dann verloren. Also auch alle Teams, die ihr zum Beispiel festgelegt habt. Kommen wir jetzt zu der Option Kalender bearbeiten. Es gibt keine Brands mehr, sondern nur noch Shows und ihr könnt diese Superstars den Shows zuweisen. Hier habt ihr die Möglichkeit, diese Shows zu löschen, zu bearbeiten und natürlich auch neue zu erstellen. Unterscheiden muss man hier zwischen Hauptshows, Nebenshows und Pay-Per-Views. Pay-Per-Views können im Prinzip eigentlich immer nur an Sonntagen platziert werden, während natürlich die Wochenshows, also die Haupt- und Nebenshows, wochentags frei wählbar sind. Leider geht es nicht, mehrere Shows an einem Tag zu platzieren, sondern man muss für jeden Tag eine Show platzieren. Wie ihr sicher gesehen habt, haben einige meiner Shows ein Ausrufezeichen. Dieses Ausrufezeichen bedeutet, dass hier noch keine Pay-Per-Views zugewiesen sind, beziehungsweise zu wenig zugewiesen sind. Es sollten für alle Monate, also für 12 Monate, auch jeweils ein Pay-Per-View erstellt sein. Von vornherein ist es so, dass NXT zum Beispiel diese Pay-Per-Views nicht habt. Ihr müsst sie also manuell anlegen, zumindest dann, wenn ihr gescheite Storylines in euren Rivalitäten haben wollt. Denn das Ende einer Storyline kommt immer auf ein Pay-Per-View. Als erstes möchte ich euch zeigen, wie man hier ein Pay-Per-View anlegen kann. Man geht auf einen freien Slot. Bei mir gibt es natürlich nicht mehr so viele. Dann geht man auf Bearbeiten. Hier haben wir jetzt drei Optionen. Das heißt Details anzeigen, Pay-Per-View, Match-Thema und Veranstalter. Die Details anzeigen, da kommen wir im Prinzip in die Möglichkeit rein, eine Show zu kreieren. Das heißt, den Match-Up-Bildschirm, die Arena auszuwählen, die Namensschilder, die Replay-Bildschirmdesign, wie ihr hier schon seht, auch den Ort. Den Ort möchte ich euch jetzt gesondert auch nochmal zeigen. Ihr habt oben die Möglichkeit, die USA auszuwählen und auch andere Orte anzugeben. Wenn ihr zum Beispiel wollt, dass nur ein einziger Ort immer der Austragungsort ist, zum Beispiel die WCW oder die NXT, ja, die immer denselben Ort vielleicht verwendet haben, dann könnt ihr diesen hier auch alleine anlegen. Über die anderen habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, ausländische Orte zu wählen, also zum Beispiel auch 4 Arenen in Deutschland. Kommen wir nochmal zu den anderen Optionen. Hier habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, die Arena zu wählen zwischen den normalen vorgegebenen Spielarenen, aber auch erstellte Arenen. Dann gibt es das Übergangsdesign. Dieses Übergangsdesign ist im Prinzip nichts anderes als der Ladebildschirm zwischen den Matches. Den Match-Up-Bildschirm, das Show-Logo könnt ihr auswählen. Hier habt ihr auch wieder die Möglichkeit, zwischen den eigenen und den vorgegebenen zu wählen. Das ist bei diesen Übergangsbildschirmen leider nicht der Fall. Bei dem Matchup-Bildschirm habt ihr nur die Möglichkeit, von den vorgegebenen zu wählen. Das sagen sie zwar auch eigene, aber so richtig eigene sind es eigentlich nicht, sondern das sind nur vorgegebene. Also man hat hier keine Möglichkeit, irgendwelche eigenen Designs zu kreieren oder vielleicht hochzuladen. Diese Option gibt es hier nicht. Das ähnlich ist es mit den Namensschildern. Wie ihr seht, das sind die vorgegebenen. Und natürlich dann auch bei den Replay-Bildschirmen.
Als nächstes in der Pay-per-View-Ansicht haben wir das Pay-per-View-Match-Thema. Hier ist es wichtig, dass ihr natürlich auch das entsprechende Thema zuweist, weil so fallen dann auch die Matches aus. Wollt ihr ein Survivor Series haben, dann solltet ihr also auch Survivor Series Matches im Prinzip haben. Oder Royal Rumble, dann buckt natürlich die KI auch einen Royal Rumble-Match mit rein. Also weist hier auf jeden Fall das entsprechende zu. Dann kommen wir aber zum Veranstalter. Das ist ganz neu und ganz wichtig. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, ihr seht es schon, ja, 5, eigentlich sogar 6 verschiedene Veranstalter zu wählen. Es ist also nicht mehr auf 2 begrenzt wie früher. Ihr könnt also jetzt rein theoretisch an einem Pay-Per-View alle eure Shows teilnehmen lassen. Was ihr jetzt gerade gesehen habt, was nicht möglich ist, eine Nebenshow, bei mir ist das die Main-Event-Show, zuzuweisen, weil diese Nebenshow wird eigentlich wiederum einer Hauptshow zugewiesen. Also automatisch nimmt im Prinzip die Nebenshow teil, weil die kein eigenes Roster hat. Als nächstes sehen wir uns jetzt die Hauptshows an. Ich zeige euch jetzt nicht wieder die Details, wie man diese Show anlegt. Wir gehen eher die anderen Punkte mal durch. Als erstes haben wir hier dann die Anzahl der Matches. Das ist im Prinzip hier gleich geblieben. Und zwar zwischen 5 bis 7 Matches können festgelegt werden. Teilnehmer. Ganz wichtig. Ihr könnt hier jetzt auswählen, wer alles überhaupt in eurer Show vertreten sein soll. Derjenige kann auch in anderen Shows vertreten sein. Das heißt also, ihr könnt die rein theoretisch in bis zu 6 Hauptshows platzieren. So, dann natürlich die Championship Belts. Hier müsst ihr dann den Champion auswählen und auch den zugehörigen Titel. Achtet darauf, dass auch dieser Champion möglichst in derselben Show ist. Ja? Weil sonst habt ihr vielleicht rosterübergreifend irgendwelche Auftritte, die ihr eigentlich gar nicht haben wollt. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, einen Titel mehreren Shows zuzuordnen. Ihr müsst allerdings auch beachten, dass dann die Titelträger, vielleicht auch die gesamte Storyline in der anderen Show ebenfalls stattfindet. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel die Tag Team Champions für Raw festlegt, dass dann eben auch diese Stories in SmackDown fortgesetzt werden. Das kann gewollt sein, das kann aber natürlich auch hinderlich sein. Wenn ihr ein völlig komplettes eigenständiges Roster habt, solltet ihr darauf achten, dass die Champions nicht rosterübergreifend bzw. showübergreifend in der anderen Show vorkommen. Nun möchte ich euch natürlich noch die letzte Show-Variante präsentieren, das sind in dem Fall die Nebenshows. Dazu gehen wir jetzt hier auf Main Event. Und das sehen wir schon, Details anzeigen ist im Prinzip exakt dasselbe wie bei den Hauptshows. Dann haben wir noch die Anzahl der Matches. Die können jetzt höher gesetzt werden, die können zwischen 3 bis 7 inzwischen festgelegt werden. Also eine Nebenshow kann fast eigentlich wie eine Hauptshow gehandelt werden. Und das ist ganz wichtig, ihr könnt jetzt sagen, für diese Nebenshow, welche Hauptshows das Roster abstellen. So, jetzt kommen wir noch zur Tag-Team-Bearbeitung. Die gibt es natürlich dieses Jahr auch wieder. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, ein Tag-Team anzulegen oder eben auch nachzubearbeiten. In meinem Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal die Hart Foundation. Die Hart Foundation ist nicht automatisch im Spiel, auch wenn man das denken könnte, da sie am Showcase vorkam. Also musste ich sie anlegen. Dazu habe ich zunächst den Namen festgelegt. Der wird eben angezeigt. Zusätzlich die Teamansage festgelegt. Da habe ich Glück, dass es diese gibt. Dann die Mitglieder. Hier kann man übrigens die Reihenfolge festlegen. Das ist sehr wichtig, zum Beispiel bei der White Family, damit Bray White auch vorne mit seiner Laterne läuft und nicht zum Beispiel ein Eric Rowan oder ein Luke Harper. So, dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, ob jemand gemeinsam oder das Tag Team gemeinsam reinkommt oder separat reinkommt, also einzeln. Und dann könnt ihr natürlich die Einzugseinstellungen vornehmen, also die Tag Team oder die Trio-Einzugseinstellung. Trio natürlich nur, wenn es mehr als 2 sind. So, dann zeige ich euch das auch jetzt mal an einem kurzen Beispiel. Hier habt ihr dann die Auswahl, Tag Team Trio. Und dann habt ihr natürlich hier in der Creation Suite die Möglichkeit, dieses Tag Team zu bearbeiten. Könnt ihr dann eine Vorlage nutzen, allerdings die Vorlagen, da gibt es nicht viele zur Auswahl, eben auch nicht die Hart Foundation. Und ihr könnt dann hier zum Beispiel die Reihenfolge auch innerhalb des Videos verändern oder des Entrances. Das funktioniert nicht immer. Das kommt immer sehr darauf an, welches Miniturn-Video und so weiter abgespielt wird. Aber das ist zumindest eine Option. Wieder dabei ist natürlich die Titelbearbeitung. Gut, hier gibt es jetzt nicht ganz so viel zu sagen. Ihr könnt ja halt einen Titelträger festlegen für verschiedene Titel, auch für selbst erstellte Titel zum Beispiel. In dem Fall war es der Television Champion von der WCW. Ja, mehr gibt es eigentlich an diesem Punkt nicht zu sagen.
Kommen wir jetzt in die Szenario-Optionen. Hier ist es wichtig, dass ihr die Möglichkeit habt, automatische Rivalitäten auszustellen. Royal Rumble, Undertaker und Survivor Series Rivalitäten könnt ihr auf Auto oder ausstellen. Wobei ich sagen muss, Survivor Series ist neu. Kann man mal ausprobieren. Tag-Team, Trennungen, Wechsel der Publikumsreaktion und Verletzungen sind aktiv. Das solltet ihr eigentlich auch alles drin lassen. Automatische Rivalitäten solltet ihr ja eigentlich auch drin lassen, weil doch ziemlich viel im Kernplay, wie gesagt, von 2K verändert worden ist. Das heißt, es wird euch einfach vieles ja, entgehen, wenn ihr die ausschalten würdet. Denn es gibt jetzt zum Beispiel die Statuseffekte. Die Statuseffekte zeige ich euch jetzt gleich im nächsten Punkt. Und das Beste zum Schluss, die Superstars bearbeiten Einstellungen. Eigentlich das A und O von dem ganzen Universe. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, jeden Superstar zu bearbeiten. Ihr könnt die Gesinnung ändern, ihr könnt sagen, bei welchem Titel er teilnehmen kann, welchen Titel er auskämpfen kann. Und dann auch, welche Show-Zugehörigkeit er hat, ob er an Nebenshows teilnehmen darf. Ja, Publikumsreaktion, Persönlichkeitszüge und so weiter. Das könnt ihr alles hier festlegen. Gleich der erste Tipp. Ihr solltet darauf achten, dass Tag-Team-Partner möglichst die gleichen Shows nutzen. Also nehmen wir zum Beispiel Kofi Kingston. Wenn der nur bei SmackDown auftritt und zum Beispiel Big E ist jetzt ausschließlich nur bei Raw, dann ist das kein Tag-Team. Die kommen natürlich dann auch nicht ins Titel-Ranking rein und werden auch so nicht wirklich zusammen kämpfen. Also achtet darauf, dass diese Superstars zusammen in denselben Shows sind. Jetzt kommen wir zu einer ganz großen Neuerung von dem neuen Universe Mode, und zwar die Statuseffekte. Die Statuseffekte sind temporäre Effekte, die bei einem Superstar in der Regel nur bei Rivalitätsmatches auftreten, beziehungsweise die danach bei diesem Superstar hinterlegt werden. Zum Beispiel können das eben auch Verletzungen sein. Also der Superstar kann dann längerfristig auch verletzt sein. Er kann eben hier, wie ihr seht, verschiedene andere Statis haben. Also als Beispiel selbstbewusst. Ja, dann gibt es halt immer ein Bonus- und ein Malus-System, was eben für diesen Superstar dann Auswirkungen hat. Statuseffekte sind übrigens nicht manuell editierbar. Statuseffekte werden automatisch von der KI in Rivalitätsmatches zugewiesen. Und zwar kommt es darauf an, wie man sich selber verhalten hat oder auch, was man einstecken musste. Ja, das, wie gesagt, gibt ein Bonus- und Malus-System. Dieser Statuseffekt kann dann bleiben, und zwar über mehrere Shows hinweg, also zum Beispiel 4 Shows, bei einem anderen Statuseffekt vielleicht 5 Shows. So, und dann gibt es noch zusätzlich die sogenannten Stapelwerte. Stapelwerte bedeutet, man kann diesen Bonus oder Malus vervielfachen. Nehmen wir also ein Beispiel, man hat den Bezwinger-Statuseffekt, das heißt, man bekommt auf alle Fähigkeiten 3 Zusatzpunkte. Ja, also das heißt, alle Fähigkeiten, zum Beispiel die Armkraft, verstärkt sich um 3. Dann kann man aber diesen Bezwinger-Effekt öfters noch bekommen, also sagen wir mal maximal 5 Mal, also 3 mal 5 macht 15, 15 Mal auf alle Werte obendrauf. Also auch wenn man beim Anschlag ist, bei 100 hätte man rein theoretisch 115. Ja, also man kann da der absolute Super-Mega ja, Brock Lesnar werden. Als nächstes kommen wir zu den Fähigkeiten. Die Fähigkeiten sind im Prinzip übernommen aus WWE 2K15. Es gibt 3 Level, jeweils nach Stärke. Das heißt also, Level 3 ist das höchste. Diese Fähigkeiten braucht ihr, um bestimmte Dinge tun zu können. Zum Beispiel das Entkommen bedeutet, ihr könnt aus dem Ring raus, bevor euch jemand weiter bearbeitet. Oder die ja, Sprecherfunktion bedeutet, ihr habt einen Manager, der auch für euch eingreift. Sonst ist der Manager zum Beispiel nur beim Match dabei, macht aber nichts. Ja? Also ihr braucht zum Beispiel da eine gute Sprecherfunktion, damit der Manager überhaupt was macht. Dann kommt der Finisher. Dem Finisher muss ich jetzt nicht weiter erklären, das versteht sich von selbst. Das ist die Creation Suite, die ihr dann aufrufen könnt. Die Publikumsreaktion, ob jemand Heel oder Face ist. Und natürlich auch die Eigenschaften, das heißt also die Stärken des jeweiligen Superstars. Die könnt ihr übrigens dann auch nur hier drin bearbeiten, und zwar von den vorhandenen Superstars nur bearbeiten, wenn ihr den Beschleuniger gekauft habt, beziehungsweise den Season Pass. Dazu müsst ihr aber dann auch den Beschleuniger noch runtergeladen haben und unter Optionen, glaube ich, war das, oder mein WI, freischaltbare Elemente, könnt ihr das dann jedenfalls freischalten. Danach kommen wir zum Trefferpunktverhältnis. Ja, das ist jedem selbst überlassen. Da mache ich persönlich in der Regel gar keine Einstellungen. Ich lasse das einfach so, wie es ist.
Aber ja, die Lieblinge vom korrekten Gameplay, die werden sicher hier auch Umstellungen vornehmen. Persönlichkeitszüge bzw. Persönlichkeitsmerkmale, das ist eigentlich eine der ganz großen Neuerungen vom neuen Universe-Modus. Ihr habt die Möglichkeit, zwischen egoistisch, stolz und so weiter zu definieren. Wichtig ist, die größte Eigenschaft, also hier in dem Fall war das die Loyale, die ist das hauptprägende Element. Das heißt, Kofi Kingston ist loyal. Jetzt ist er respektlos, weil ich respektlos gerade als die größte Eigenschaft definiert hatte. Ja, das hat ganz entscheidende Einflüsse auf den Verlauf von Storylines, also von Rivalitäten, ob sich jemand zum Beispiel als Heel benimmt oder als Face benimmt. Ihr solltet also hier ganz genau definieren. Macht auch nicht alles auf einer Seite, also alles nur Heel und das andere alles nur Face, sondern mischt das ein bisschen. Macht das so, dass es wirklich total unterschiedlich ist, dass die Leute auch total unterschiedliche Charakter haben. Als nächstes kommen wir nun zu den Talenten. Die Talente sind zum Beispiel OMG-Momente oder, ja, ihr werdet es ja jetzt sehen, Kombo-Treffer, Show-Off, also zum Beispiel, ob jemand viermal verschiedene Taunts nutzen kann, Royal Rumble-Finisher, Leverage-Pin, Comeback-Möglichkeit, Hulk Hogan sage ich dann nur als Beispiel. Ja, ihr könnt hier die verschiedenen Optionen aktivieren, einfach die Häkchen reinsetzen oder rausnehmen. Ja, im Prinzip gab es das auch schon im Vorgänger. Ist zu empfehlen, natürlich überall nochmal zu kontrollieren, hat derjenige auch passende Talente. Also zum Beispiel ein Mark Henry wird sicher kein Seilspringer sein als Beispiel. So, gehen wir weiter in den Superstar-Einstellungen. Und zwar als nächstes kommt die Kleidung. Kleidung kann ich euch leider hier in diesem Beispiel noch nicht zeigen. Kofi Kingston hat nur diese eine Kleidung, deswegen gibt es da keine Alternativen. Und dann kommen wir eigentlich schon zum Wichtigsten. Also wie gesagt, ihr könnt hier mehrere Hauptshows bestimmen. In welchen Hauptshows der jeweilige Superstar antreten kann. Ich möchte euch an dieser Stelle mal ein Beispiel nennen, wie ihr zum Beispiel einen Brock Lesnar oder einen Undertaker umsetzen könnt. Wie ihr wisst, sind beide ja Gelegenheitswrestler, das heißt, die kommen nur zu WrestleMania oder gelegentlich zu einem Pay-Per-View und davor natürlich vor dem Pay-Per-View zu manchen Wochenshows, einfach um die Storyline voranzubringen. Im Prinzip kann man das hier wunderbar nachbauen. Und zwar würdet ihr jetzt zum Beispiel hier den Undertaker oder eben Brock Lesnar Raw zuweisen. Also SmackDown rausnehmen, die Nebenshows dürfen nicht aktiviert sein. Zusätzlich nehmt ihr beide möglichst aus dem Titelgeschehen raus. Das heißt, die deaktiviert ihr. Das zeige ich euch gleich noch wie. Und dann ist es so, dass ihr sie zusätzlich in eine Rivalität packen könnt zu jedem Wunschtermin. Wenn ihr sie in der Rivalität habt, kommen diese Superstars in der Regel auch nur dann, wenn die Rivalität ansteht. Da ihr keine Titelmatches habt, wird die KI nicht automatisch die Person in die Wochenshows so reinbucken. Es kann mal vorkommen, aber es wird sehr, sehr selten vorkommen. Ja, wie gerade angesprochen, kann man natürlich dann die Superstars auch in Nebenshows auftreten lassen, ja oder nein. Empfiehlt sich für die Undercard, also natürlich für Leute, die nicht wirklich in euren Hauptshows auftreten sollen, also zum Beispiel, sagen wir mal, ein Adam Rose, der eben vielleicht eben nur beim Main Event auftritt oder eben nur bei SmackDown. Wobei nur Main Event geht nicht, weil in dem Fall die Nebenshows müssen, wie gesagt, eine Hauptshow haben, die das Roster dafür liefert. Also diese Superstars werden praktisch von der Hauptshow übernommen und dürfen dort auftreten. So, nachdem wir gerade das Menü von oben nach unten durchgegangen sind, gehen wir jetzt seitlich durch. Und zwar ganz, ganz wichtig, wie gerade angesprochen, die Herausforderer. Hier könnt ihr einstellen, wer praktisch die Uppercard ist, wer die Midcard ist und wer die Undercard ist. Das heißt, Undercard sind die, die um gar keinen Titel kämpfen. Klar, Midcard in der Regel um die Singles-Titel und um die World Title, das macht die Uppercard, also die Main-Eventer. An dieser Stelle noch ein sehr wichtiger Tipp. Wenn ihr wollt, dass ein Tag-Team auch wirklich nur um den Tag-Team-Titel kämpft und nicht die einzelnen Superstars zum Beispiel noch irgendwo anders mitmischen und ständig in Einzelmatches gebucht werden, dann solltet ihr hier die einzelnen, also die Single-Titel, ja, ausstellen und die Tag-Team-Titel als einziges angeschaltet lassen. Ja, als nächstes kommen wir zu den Beziehungseinstellungen. Hier können wir jetzt zum Beispiel die Verbündeten und die Feinde einstellen. Das kennen wir aber eigentlich auch schon aus dem Vorgänger. Ja, im Prinzip könnt ihr noch die Wichtigkeit festlegen. Also wer ist der Hauptfeind und wer ist der super beste Buddy? Das könnt ihr hier definieren.
Im Übrigen solltet ihr auch beachten, dass das bei Rivalitäten auch wieder eine Rolle spielen kann. Also das heißt, wenn das jetzt mal keine normale Rivalität ist, sondern im Prinzip ein ganz normales Match, dann achtet die KI auf diese Freund-Feind-Einstellungen. Also nur deswegen kommen vielleicht dann die ein oder andere Cutscene. Ja, als letztes haben wir noch die Statistiken. Leider nicht editierbar, was sehr schade ist, weil nur die vorhandenen Superstars zum Beispiel dann die Angabe haben, wie oft haben sie schon den Titel gewonnen, also bevor das Spiel losgegangen ist. Die Cores werden hier praktisch nicht dargestellt, also die fangen alle bei Null an und die müssen sich das erst erarbeiten. Obwohl vielleicht ein Hulk Hogan schon zig Titel gewonnen hat, kann man das eben leider nicht einstellen. Ja, da ich euch das vor uns nicht zeigen konnte, zeige ich euch kurz die Kleidungen bei Steve Austin. Hier haben wir die Möglichkeit, eben verschiedene Kleidungen zu wählen, aber auch zum Beispiel auf Zufall zu stellen. Das heißt, er kommt jedes Mal bei einer Show mit anderen Kleidungen raus. Es kann aber eben auch sein, dass man eine fest definiert. Da wir jetzt mit den ganzen Hintergrundeinstellungen soweit fertig sind, kommen wir jetzt natürlich zu der Option, mal zu spielen. Ich möchte euch jetzt allerdings hier nicht irgendwas vorspielen, sondern ich möchte nur noch zeigen, was es für Alternativmöglichkeiten gibt, wie ihr manuelles Booking machen könnt, da es ja nicht mehr die Möglichkeit gibt, direkt in Matches einzugreifen. Ihr könnt zum Beispiel einen Manager, ja, in eurem Spiel einbinden und dieser Manager kann im Prinzip zum Beispiel einen Heel-Turn einleiten. Dazu müsst ihr natürlich das Match bearbeiten. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, jedes Match zu bearbeiten. Das heißt, frei bearbeiten oder auch einfach nur die Superstars auszuwählen. So, bevor ich euch die Manager-Möglichkeit genau zeige, möchte ich euch noch kurz die Turniere zeigen. Es gibt zum Beispiel ein King of the Ring-Turnier, Gold Rush und Tag Team-Turnier. Tag Team und Gold Rush sind bei mir inaktiv. Das kann sein, dass das trotzdem funktioniert, dass ich einfach nur zu wenig Tag Teams habe. Die Steuerung von Managern ist ausschließlich in One-versus-One-Matchen möglich. Dazu gehen wir in ein ganz normales One-versus-One-Match, nehmen dann einen neutralen Controller, das heißt also, wir sagen, keiner von beiden ist ein Mensch, der das Ganze steuert. Ja, also die KI steuert praktisch beide Gegner. Dann legen wir einen Manager fest. Und bei der Manager-Auswahl ist es wichtig, dass ihr dann eben von der KI switcht auf zum Beispiel S1, also meinen Controller 1 in dem Fall. Dann natürlich noch den Gegner festlegen. Und dazu zeige ich euch jetzt dann gleich auch nochmal Gameplay, wie sowas aussieht. So, hier sehen wir das auch gleich. Und zwar diese Hilfe-An-Funktion, die kann man mit der großen viereckigen Taste, die über den beiden Joysticks zu finden ist, aktivieren. Da haben wir dann verschiedene Steuerelemente für den Manager. An sich ist der erstmal Platz- bzw. ortsgebunden. Das heißt, außer Steuerung übernehmen ist er immer an diesem Platz und tut nur das, was ihr ihm vorgibt. Ihr könnt ihn also nicht frei bewegen, sondern ihr wählt dann zum Beispiel aus, Seth Rollins ablenken, also den Gegner ablenken oder Stone Cold ablenken, jubeln bei einer bestimmten Aktion oder eben zum Beispiel ein Objekt, in dem Fall zum Beispiel einen Stuhl, in den Ring zu werfen und dann hoffen, dass die jeweiligen Gegner was damit anfangen. Da macht es natürlich Sinn, dann auch den Ringrichter noch abzulenken, damit dann auch dein eigener Schützling nicht vielleicht noch Ärger bekommt. Ja, und man hat wie gesagt auch die Möglichkeit, die Steuerung zu übernehmen. Da kann man dann den Manager relativ frei steuern. Allerdings auch nicht in allen Aktionen. Also man kann jetzt den Gegner nicht direkt angreifen in dem Sinne, man kann ihn eben auch nur ablenken. Aber zumindest ist es mehr als gar nichts, weil normalerweise die manuelle Eingrifffunktion gibt es nicht mehr, hat man hier eben wenigstens die Möglichkeit, ja, Heel-Turns zum Beispiel einzuleiten. Unten links seht ihr dann übrigens einen Balken, der deutet an, wie weit der Ringrichter mit deiner Aktion einverstanden ist. Zum Beispiel, wenn man im Ring ist, geht er automatisch immer weiter runter, weil das natürlich der Ringrichter nicht dulden kann. Also selbst wenn man nichts macht, fliegt man irgendwann raus. Man sollte also den Ring auf jeden Fall dann wieder verlassen. Ja, wie man rausfliegt, könnt ihr jetzt hier direkt gleich sehen. Ich versuche nochmal da ein bisschen abzulenken. Leider hat es nicht so ganz geklappt in dem Beispiel. Dann wird unten diese X-Taste angezeigt, dass man eben den Gegner ablenken kann. Das hat leider nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich lasse die Sequenz jetzt einfach mal noch kurz zu Ende laufen.
um euch zu verdeutlichen, wie man dann rausfliegt als Manager. Hier lenke ich jetzt Seth Rollins nochmal ab. Und ja, da ist jetzt unser guter Ringrichter, glaube ich, nicht so einverstanden damit. Der hat zwar noch gerade die Leute ausgezählt, aber jetzt sagt er, nein, raus mit dir hinein, du gehst mir auf den, ja, genau, Senkel. So, zurück zur Matchcard. Ganz wichtig, ganz unten habt ihr die Dreieckstaste für die Match-Optionen. Solltet ihr also manuell ein Match erstellen und ihr wollt, dass das dann auch so später noch auf der Matchcard steht und es eben nicht leicht zocken, dann müsst ihr Speichern wählen. Hier geht es natürlich gerade nicht, weil der zweite Gegner nicht ausgewählt ist. Ich habe allerdings gehört, dass das mit Manager nicht geht, weil sich das Spiel wahrscheinlich bugbedingt das im Augenblick nicht merken kann. Also ein Manager-Einsatz muss man wahrscheinlich direkt spielen. So, zum Schluss möchte ich euch allerdings noch andere Tipps mit auf den Weg geben. Und zwar zum einen Breakout. Ihr habt es sicher gesehen, es ist eine neue Funktion, die WWE 2K15, 16 enthält. Und zwar ist es so, dass man die Möglichkeit hat, Entrances zu unterbrechen. Das heißt, man kann seinen Gegner schon vorher attackieren. Das kann der Universe-Mode an sich erstmal nicht. Es geht aber mit einem Trick. Und zwar, so ähnlich wie jetzt gerade bei den Managern, müsst ihr das Match selber manuell bearbeiten. Dazu müsst ihr den entsprechenden Superstar, den ihr steuern wollt und mit dem ihr den anderen angreifen wollt, müsst ihr direkt auswählen. Das Problem beim Universe ist einfach, ihr könnt ja im Prinzip direkt vor dem Matchbeginn einen Gegner bestimmen. Das heißt, also ihr könnt direkt beim Matchbeginn sagen, Superstar A oder Superstar B. Das verhindert allerdings eben auch diesen Breakout. Ihr müsst also schon vor dem Ganzen, also schon auf der Matchcard, müsst ihr im Prinzip gesagt haben, hier diesen Superstar A möchte ich steuern und der soll dann auch diesen Breakout bei meinem Gegner durchführen. Stellt sich zum Beispiel auch die Frage, was ist, wenn ich ein Rivalitätsmatch bearbeite? Wenn man das bearbeitet, dann geht die eigentliche Rivalität zwar nicht verloren, aber in dieser Show sieht man ja keine Cutscenen, keine Story-Elemente zu diesem Match. Das heißt, es ist trotzdem passiert im Hintergrund, aber man sieht nichts dazu. Es ist also eher zu empfehlen, Rivalitätsmatches möglichst nicht zu bearbeiten. Nochmal zum Thema, warum kommt vielleicht ein Superstar in einer Show vor, der eigentlich nicht dort erscheinen sollte? Ihr solltet, wie gesagt, darauf achten, dass ihr alle Freunde und Feinde entfernt und alle Shows entfernt aus dem Superstar-Einstellung dieses einen Superstars. Nur dann ist gewährleistet, dass er auch nicht wirklich in irgendwelchen anderen Shows auftritt. Wann sollte eine Nebenshow platziert werden? Die Nebenshow sollte möglichst an zum Beispiel einem Samstag gebucht werden, also relativ am Schluss. Das hat folgenden Grund. Die KI kann nicht über die Woche hinaus denken. Das heißt, ihr wollt zum Beispiel, dass bestimmte Superstars eben den Hauptshows am Anfang der Woche auftreten und es sollen eben andere Superstars am Ende der Woche auftreten. Es empfiehlt sich also, eine Nebenshow möglichst am Ende der Woche nochmal irgendwann zu platzieren. Abschließend möchte ich noch ein Fazit ziehen vom WWE 2K16 Universe. Der Mode ist durchaus verbessert an bestimmten Stellen. Also die Statuseffekte, die Persönlichkeitsmerkmale sind alles in allem interessant. 2K hat auch gesagt, sie legen viel Wert auf Qualität der Storylines statt Quantität. Das heißt, wir haben weniger Cutscenen in diesem Universe-Modus, als wir das von früher gewöhnt sind. Allerdings, ja, offenbar eine bessere Storyline. Das wird sich noch rausstellen. Ich persönlich habe noch nicht so weit gespielt, deswegen muss ich das noch abwarten. Was ich persönlich vermisse, ist eigentlich die gesamte Möglichkeit des Universe nach seinen eigenen Vorstellungen noch weiter zu verfeinern. Ich möchte manuell eingreifen können. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Ich möchte, dass auch Manager fest zugewiesen werden können. Das heißt, dass ich sie nicht jedes Mal wieder auswählen muss, sondern sie sollen schon direkt einem Superstar zugewiesen sein, zum Beispiel Paul Bearer immer bei dem Undertaker oder Heyman beim Brock Lesnar. Ja, also auf jeden Fall mein Fazit ist 50-50. Es ist in Teilen interessant, in anderen Teilen leider auch ein kleiner Rückschritt. Wir müssen warten, wie das weitergeht. Es entwickelt sich leider immer mehr so ein bisschen in den Showcase-Modus rein. Das heißt,
Man hat keine persönlichen Freiheiten, sondern es wird immer mehr darauf ausgelegt, dass die KI das Ganze übernimmt. Für jemanden, der einfach nur den Universe-Mode spielen will, ist das ideal. Für jemanden, der das nach seinen Bedürfnissen allerdings anpassen will und verfeinern will und eigentlich vielleicht auch selber ein bisschen Fantasie reinbringen will, ist der nicht zu 100% zu empfehlen. An dieser Stelle möchte ich mich jetzt bei euch verabschieden. Meine Stimme lässt auch irgendwann nach und ich habe schon total trockenen Mund. Also ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen und vielleicht auch etwas geholfen. Ja, und ich beginne bald mit meinem eigenen Universe. Also hier eine kleine Werbung. Ich hoffe, ihr schaut zu. Ja, bis bald und liked. Ciao.